Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu Assassin's Creed Valhalla, zu einer brandneuen Folge hier auf Trend 17 TV. Euer T, wie immer für euch, gut gelaunter Mike. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Du bist dran. Mit mir redet sie nicht. Eivor macht das schon. Los. So, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst bitte einen Daumen da und vergesst das Abonnieren nicht, ist immer noch kostenlos. Mein Freund ist schon ganz erschöpft. Ganz im Gegensatz zu mir. Sag mir doch, wo Burkrat sich versteckt und wir sind alle glücklich. Niemals! Ein starres Gesicht und versiegelte Lippen für einen König, der sich feige verkriecht und sich nicht traut, seine Familie und sein Volk zu schützen. Durstig? Ach, mein Mann tut, was er für Mercia tun muss. Was bleibt ihm auch anderes übrig, wenn er nicht mal seinem engsten Kreis vertrauen kann? Grüß diesen Verräter Cheolwulf von mir. Er mag auf Erden siegreich sein, aber der Teufel hat den Kampf um seine Seele gewonnen. Cheolwulf gibt sein Bestes, um dieses neue Land auf einer gemeinsamen Idee zu gründen. Nach meiner Meinung ist er der wahre Sohn Mercias. Ich spucke auf ihn. Alles Leben, was er in Mercia aufbaut, steht auf den Gräbern der edlen Leute, die ihr Leben gaben, um es zu verteidigen. Je länger sich das hinzieht, desto wahrer wird diese Aussage. Wir haben Cheopedun und Tamevjord, jetzt auch Tempelbuch und Legrakester. Jeder Sieg verletzt eure Hoffnung auf Frieden. Und doch hat Burgred etwas, das euch fehlt. Die Treue seines Volkes. Gute, folgsame Männer. Wer denn? Die Tarn und die Männer von Mercia? Nein. Nur Leofrid ist ihm noch treu. Und das auch nicht mehr lange. Ja, der gute Leofrid. Er wird seinen König bis zum Tode verteidigen. Egal wie es ausgeht, er wird noch 100 von euch in die Hölle schicken. Eivor, die Dame, beachtet mich gar nicht. Ich sehe nur das Raubgut durch. Oh Gott! Schweine müssen fressen. Leider lässt sich ihr Hunger nicht so leicht stillen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie damit fertig sind und nach frischem Fleisch suchen. Und der Geruch von Schweinescheiße danach? Mein Gott! Lasst mich hier raus! Bitte! Rede mit uns und wir lassen dir ein schönes, warmes Bad ein. Du bittest mich, meinen Mann zu hintergehen. Wie könnte ich das tun? Wenn du es nicht tust, hintergehst du zahllose andere. In den Sagas wird man sich an euch als das Königspaar erinnern, das sein Reich in den dunkelsten Stunden im Stich ließ. Aber es wird Frieden geben. Das ist Cheolwulfs Versprechen und er wird es halten. Du hast mein Wort. Singt unser Vögelchen doch. Burkred versteckt sich in einer alten Gruft im Süden, wo Alne und Aru aufeinandertreffen. Eine Gruft? Jetzt sagt noch einer, das wäre kein Zeichen der Götter. Ein langer Weg, um einen König zu tragen. Ihr drei müsst den Weg nach Tamevjord freihalten. Wo treffen wir uns? Bring ihn zu der Brücke bei Venunis. Das ist ein gerader Weg. Allem Ärger stellen wir uns dort. Die Köpfe waren eine gute Idee. Sowas gefällt mir eigentlich nicht, aber sie hat geredet. Übertreibungen? So bin ich. Stapelt die Soldaten hier. Den finde ich cool. Was für ein Blutbad ihr Königreich erwartet. Burgrets Versteck. Im Süden Lenkrest das hier. Oh Gott, da mal eben gucken, wo müssen wir denn jetzt ganz hin? Okay. Ist da irgendwas in der Nähe? Wir sind hier. Da kann man eine Schnellreise hinmachen. Hier auch. Dann gehen wir da mal hin.
So, wo können wir hier runterspringen? Ach, da unten. So, wollen wir mal eben schauen. Nee, den will ich nicht. Ich brauch meinen Gaul. So, komm, Plätze. Ehrlich, man sollte den Lehrmeister dieser mersischen Soldaten von seinem... Ah, einfach schön hier. Da wollen wir mal schauen, wo sich der gute Burgrit versteckt hier. Na? Was ist los? Verzieh dich. So, Momentum. Nicht, dass ich da vorbeireite. Ja, wir sind hier ein bisschen abgelegen. Kann er da rüber springen? Boah, heavy. Die Toten werden sie sicher nicht beschützen. Jo. Ich muss mich in Acht nehmen. Oh, hier sind bestimmt ordentlich viele. Ah, bis jetzt ist ja noch nichts. Oh oh. Oh. Ho, ho, ho. Okay, ich hole mal meine Jungs. Na, kommen die? Die kommen gar nicht. Okay. Oh, sind das viele. So, ich warte, bis der vorbei ist. Geht der weiter? Oh, das ist doof. Der wird mich sehen. Eins! Du bist nicht mehr willkommen! Bleib standhaft! Schießt! Schießt! Ich bin dran! Ich bin nicht zu einfach! Der ist ja heavy. Sehr schön. Wo sind meine Jungs? Nein, nicht. Wo sind meine Jungs? Der ist ja cool. Oh, 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 oh. So, jetzt muss er sich erstmal ein bisschen ausruhen hier. Mega anstrengend. Wir sind im Vorteil.
So. Wo könnte ich... Da ist auf jeden Fall schon mal Gold. Eine Kiste. Sehr schön. Komm, Baby. Oh! Du Sau! Die Sau! Heavy. Plündern. Okay. Da ist noch irgendwas. So. Mann, die Jungs lassen mich hier ganz schön im Stich, du. Okay, irgendwo muss hier ja eine Gruft sein. Hier ist schon mal was. Das hat sich ja wieder richtig gelohnt hier. Da. Hier geht's in eine Gruft. Nahrung. Das ist nichts. Was ist hier? Kann ich da unter durch? Hä? Wie soll man da denn reinkommen? Hummer. Wie muss man da ja reinkommen? Hm. Ah, geht doch. Da ist ein Schatz. Sehr schön. Er muss irgendwo hier unten sein. Wo versteckst du dich, Burkhard? Sonst noch was? Ja. Nix. Oh, da sind auf jeden Fall ordentlich viele Wachen. Oh, hier geht's auch noch lang. Nice. Kann ich da schieben oder was? Bewegen. Ich will den nicht tragen. Hau ab. Kann ich gut gebrauchen. Gib mir mal meinen Köcher.
Meine Güte, ist das groß hier. Sicher ganz nah dran. Da ist einer eingeschlossen. Was? Der Kuss, Mann. Mein König! Schlüssel. Ha! Nein, Burgred! Messer Burgred, willst du mich mit Butter beschmieren? Zurück, habe ich gesagt. Ich werde kämpfen. Wenn du drauf bestehst. Du wirst mich töten müssen. Zu deinem Glück wird es soweit nicht kommen. Ich bin hier der König. Ich. Oh, ich habe mal keine. Wieso habe ich denn keine Waffen? Wieso habe ich denn keine Waffen? Keine Axt und nix? Mit der Faust soll ich ihn jetzt hauen? Was ist das denn für Quatsch? Nein, doch fertig! Wir müssen jetzt los, sonst verpassen wir noch die Krönungszeremonie. Verschnüren. Ah, ich darf die ja nicht töten, stimmt. Gott, wo geht das hier wieder raus? Nach unten. Da unten ist auch noch irgendwas. Unten ist noch irgendwas. Ach, da ist noch ein Schatz. Gib mir mal den Schatz. Sehr schön. War noch was? So. Wo ist der Sack? Ist das der? Das ist er gar nicht. Der muss da unten noch irgendwo liegen. Wo habe ich den denn jetzt gelassen? Irgendwo muss er ja hier sein. Hä? Wo habe ich den denn jetzt gelassen, den Typen? Hier ist das auch so dunkel. Tragen, da ist er. Sorry, König. Ich hab dich eben. Ich war noch so geil auf den Schatz. Gottes Willen, wo muss man hier jetzt noch lang? Plündern. Plündern. Alles mitnehmen hier. Nein! Nimm mit hier, Vogel. Wie soll ich da denn unten unter durch?
Ach, das geht mit ihm zusammen. Sehr schön. Hui, so, wir haben ihn. Meine Lieben, an dieser Stelle machen wir unseren nächsten Boxenstopp. Und in der nächsten Folge geht es hier super spannend weiter. Wir haben Burgred jetzt auf dem Rücken. Lasst einen Kommentar da, am besten auch einen Daumen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.